Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und wir wollten die Fragezeichen weiter erkunden. Das haben wir in der letzten Folge schon angefangen, beziehungsweise sind hier so ein bisschen auf Erkundungstour gewesen. Und gelangen in das Biomodul Normandie erreichen und irgendeine kryptische Aufgabe haben wir da oben. Ich glaube, Russisch ist das. Was wollte ich gesagt haben? Schon in der letzten Folge wollte ich eigentlich gesagt haben, wie gesagt, Brief Edge ist jetzt auch offiziell, glaube ich, raus aus dem Early Access. Bin mir aber jetzt nicht sicher, möchte es jetzt nicht heraufbeschwören. Aber ich meine, weil es gab im letzten auch so ein großes Content-Update oder beziehungsweise ein Update halt, dass es die Version 1.0, glaube ich, erreicht hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bin mir da aber nicht ganz sicher, möchte jetzt keine Falschinformationen da streuen. Ja, falls ihr Lust habt, auch das Spiel zu spielen, kauft es euch, auf Steam gibt's. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr großartig. Es hat eine... Es ist, wie gesagt, es ist nichts für jedermann, das weiß ich. Das, dessen bin ich mir bewusst. Aber, was mir aufgefallen ist, viele Leute schauen doch tatsächlich die Videos hier auf meinem Channel. Vielen, vielen Dank dafür, muss ich sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also... Das ist mir eine große Ehre, also wie viele Aufrufe die doch zwischendurch haben. Es ist nicht alle, aber wie gesagt, vier, oh, da sind schon wieder... Vielen, vielen Dank für die Aufrufe und die Klicks auf den Videos. Wie gesagt, ich verdiene ja damit kein Geld. Und, aber trotzdem, also es erfreut mich immer mehr, wenn ich sehe, wenn die Leute Spaß daran haben. A large cluster of security robots detected. I'd recommend keeping out of their sight. Ja gut, aber ich kann ja auf der Seite bleiben, dann sieht er mich ja nicht. So, aber wo muss ich hin? Außen? Ernsthaft, ich muss nach außen? This is working autonomous oxygen station. Muss dahin nach... Alter, ernsthaft? Mist. Das ist genau die Seite, wo das Geschütz ist. Ich werde bestimmt erschossen, wenn ich da bin. Würde ich für wetten. Der zieht ja schon quasi hin. Ja, der zielt runter. Hallo? Hallo? Some kind of military spacesuit prototype with a jet booster. I wonder if it's possible to replicate this system without the risk of catching fire like he did. Oh, ich trau mich nicht. Ich habe Angst, dass das Ding schießt, weil das zielt immer so auf uns. Wir müssen das bestimmt scannen, oder? Oh, Sauerstoff nicht unbegrenzt. So, jetzt. Komm, bitte, 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 lass mich das scannen. Lass mich das scannen, bitte. Muss das scannen. Huh! Obsoleter Beschleuniger! Juhu! Haben wir geschafft! Puh, Alter, war das knapp. Alter Schwede. So, nochmal aufsitzen. Okay, risky, risky, risky. Da ist nichts. Wo war das? Wo waren die anderen Fragezeichen? Da unten war noch was. Und da war noch irgendwo anders noch irgendwo eins, ne? Was weiter weg war, glaube ich, oder? Hier oben waren noch welche. Ist außen, ne? Oh, was? Was, wer schießt? Was, wo, wer? Oh, oha! Oha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das drin ist, das drauf. Es ist hier, Gott sei Dank. The linguistic analysis of the large inscription on the wall shows that it's module number 51. The government transported some military developments in it. You can really find something useful here, like the famous Cedar spacesuit, if you don't get caught by any security systems. It's unlikely that you could find another way into the military module. You must bypass the super intelligent AI, which can let only a soldier pass, I presume. Was? Was? Schlagen, interagieren. Access to civilians is prohibited. Handlicher Schaber.
Okay. Hier müssen wir rein, wir kommen hier nicht rein. Untersuchen. Ja, sei nicht krank. Okay, alle Krankheiten wurden vor etwa 10 Jahren verboten. Auf diese Weise versuchen die Parteien, die Ausbreitung der Weltrauminfektion gesetzlich zu bekämpfen. Es ist schon merkwürdig, aber die Landung aller, die Leugnung aller Krankheiten, Bußgelder für die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung und die Propaganda der Gesundheitspflicht hat keinerlei Auswirkung auf das Fieber. Oh, wie war, wie gar nicht so weit hergeholt das eigentlich ist, ne? Warum steht hier ein Auto? Was? Lul. Und hier auch und überhaupt und... Stechungsgeld. Aha. Untersuchen. Was ist das hier? Ein zerlegter Stuhl in Originalverpackung. Fast intakt. Sie enthält ein Handbuch, einige zusätzliche Teile und einen seltenen Imbusschlüssel. Oh ja. Wer kennt denn nicht den seltenen Imbusschlüssel? So, okay, der kommt also immer wieder raus. Alles klar. Also müssen wir irgendwie versuchen, hier reinzukommen. Kann ich nicht einfach einen drüber donnern? Okay, das bringt also nichts. Gut, wo ist unser Moped? Das müsste hier oben stehen. Ah, mir juckt das Ohr. Warte mal. Also. Wo war das andere Fragezeichen? Hier war noch irgendwo ein Fragezeichen. Da war noch was gewesen. Und war nicht hier noch da unten? Da düsen wir jetzt mal hin. Das sieht doch sehr Alter. Alter Schwede. Was für Krater hier überall. Und holy Jesus. Und da sind auch schon wieder... Oh Gott, wie viele Geschütze. Ich sehe... 1, 2, 3, 4, 5... 5 Geschütze. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist auch nochmal eins. Ui, ui, ui. Aber wenn es was zerstört ist, wieso funktioniert? About 2 meters of high-strength alloy and no breaches in the security system. The object is classified, but I managed to download some information from the captain's bridge. You can remotely access the liner's core from here. This would be extremely useful. However, it is impossible to get inside unless you have an anti-armor weapon. This is working autonomous oxygen station. Ich werde bestimmt kaputt geschossen, ne? Würde verwetten. This is Knight Errant, the main weapon of Liner unnamed. It was meant to be used only in cases of emergency when the Liner was attacked from the outside. Who would attack it and what makes Knight Errant different from other turrets? The journalists didn't get a clear answer. It looks like Knight Errant's manual control panel. It's used in case of remote control system failure. Getting here from inside the liner was impossible, therefore it wasn't fortified much. There are no data about the discharge cells or any modern particle beam weapon in general. But according to the fehlende Ersatzteile. Gun's barrel. I don't think you should poke your nose in there. Okay, hier ist ein Code. Dieser Code ist sicherlich sehr wichtig und man kann ihn, man kann ohne ihn nichts machen. Oder kannst du das? Was steht da? Steht auf der anderen Seite. Wichtiger unterstrich code.jpg. Okay. Da ist irgendwas drin oder was? Keine Ahnung. Ja, es ist innen. Weiß noch nicht, wie man reinkommt. Hier vielleicht. Muss mit den Geschützen ein bisschen aufpassen. Turret active. Be careful. Ho! Ho, ho, ho! Irgendwo muss man hier reinkommen. Die Frage ist nur, wo und wie. Was ist das hier? Was abbauen? Greifer benötigt. Haben wir nicht, ne, oder? Doch, haben wir. Mit der 4. Aha, ich glaube, da haben wir Treibstoff mit hergestellt, ne? Kommen wir hier rein? Au, au, ah, 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 au, ah. Au, ah, 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 ah. Da müssen wir hin. Aber wie? Ich könnte gleich mal das Medipack nehmen, ne? Was, wer, wo? Wo, wer, warum, wieso, weshalb? Okay, von da, wir kommen von hier aus nicht dahin. Wir müssen da in die Station rein.
Dass es nochmal so gefährlich wird, hätte ich nicht gedacht. Krass. Oder kommen wir so hier? Ah, hier. If the gun doesn't work, it doesn't mean you can poke your head right into its barrel. Apparently, these are the discharge cells. Repariere die Waffe. But I'm sure that there are some spare ones somewhere. Although I recommend that you think about why you would want to repair this gun in the first place. Okay, wir müssen die Waffe also reparieren. Ja, das wird ja noch lustig. Wir haben so viele Aufgaben. Repariere die Waffe, gelange in das Militärmodul, gelange in das Biomodul. Ach du heiliger Strohsack. Okay. Repariere die Waffe, Normandie erreichen. Ach du, also wir haben jede Menge Aufgaben. Das kann ja noch lustig werden. Haben wir was zu essen, zu trinken? Ja. So. Wo düsen wir als nächstes hin? Mal schauen. Achso, ich würde das Medipack einmal benutzen. So. Ansonsten haben wir hier soweit alles, bis auf da das Ding. Da würde ich gerne einmal hin. Wo ist da unser Moped? Da ist unser Moped. Einmal dorthin düsen, bitte. Treibstoff 47. Ich meine, mit Harz haben wir, glaube ich, Treibstoff hergestellt, wenn ich mich richtig entsinne. So viel zu erkunden. Da müssen wir erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Ersatzteilmäßig für die Waffe oder für das Militärmodul, wie wir da reinkommen und so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Müssen wir erstmal schauen. A large part of the mayonnaise is frozen, but there is some strange activity in some of the balls. If it really is mayonnaise, looks like the mayo. I have no idea who would need that amount of mayo in space, but we need to find a way to get this whole thing into the liner. Gib Mayonnaise in den Kern, was? This is working autonomous oxygen station. Ah, cool. Nice. Eine funktionierende Station für Sauerstoff. Aber wie kommen wir da rein? Oder dahin? Oder wie auch immer? Ah, hier. Müssen wir nur reparieren. The victim may have tried to press the barbell with his Adam's apple, but this presumption may not be accurate. Hantel untersuchen. Eine klassische Ausrüstung für Gewichtheben. Es hilft fast allen wichtigen Muskelgruppen zu entwickeln, wenn es nicht nur in der Garage liegt, natürlich. Scannen. Trainingsbank. Juhu. So, hier kriegen wir wieder Sauerstoff kostenlos. Das finde ich super, dass es solche Stationen gibt. Das erleichtert natürlich einiges, kann man sagen. So. Zack. Gut. Ja, dann kriegen wir wieder ein paar Sauerstoffkerzen. War hier sonst jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Ging es jetzt echt nur um die Handelbank? Scannen. Oh, warte mal. Ja gut, ist wahrscheinlich jetzt Deko. Bin mir nicht sicher. Könnte Deko sein. Gut. Ja. Haben wir doch einiges. Da oben ist noch irgendwas. Ich glaube, das war irgendwie... Finde einen Weg, die Mayo in den Kern des Linienschiffs zu bringen. Mhm. Dazu müssen wir erstmal reinkommen, ne? Das heißt, man kommt hier, das ist alles Mayonnaise, lol. Wir haben also Mayonnaise transportiert, ja? Wollt ihr mir das sagen damit? I'm not sure about the composition of modern mayo products, and therefore I advise you to be careful. Their current physical properties are unknown. Okay. Irgendwo muss es einen Eingang geben. There must be some control systems inside. If the airlock isn't damaged, then we need to find it. Get into the tank, start the engine, somehow leave before it starts, and hope that when flying away, the tank will have collected at least some part of the flowing spilled mayo. Mhm. Oder müssen wir hier, warte mal, haben wir diesen Abroller noch dabei? Ja, warte mal, funktioniert der? Können wir mit dem Abroller eigentlich Blöcke, Luftschleuse, achso. Ach, da brauchen wir Dings, ne? Da brauchen wir da Aluminium und Titan. Ich frage mich, ob man hier einfach so eine Luftschleuse anbringen kann, quasi. Ob das ginge. Ob man dann einfach da eintreten kann.
Warte mal, hier ist auch noch was. Was ist das denn hier? Hallo? Was ist hier? Someone clearly overestimated the value of the mayonnaise, allocating an autonomous tank for it equipped with an auto-flight system. Although considering our situation, it's a great opportunity to launch it without any problems. Eins von sechs Motoren gescannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sechsmal müssen wir... Ach, ach du Heiliger. Okay, wir haben keinen Scanner mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wir müssen uns ein paar... Zwei Scanner, so würde ich sagen, reicht, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zurückdüsen. Erstmal hole ich mir Sauerstoff. So. So, tanken wir mal eben Sauerstoff. Dann würde ich einmal zurück zur Station. Bisschen erkunden jetzt heute in der Folge. Wir müssen erstmal selber wissen, was wir jetzt machen, wie wir was machen können und so, um weiterzukommen. So, gut. Dann lass mal wieder aufsitzen. Zack, finde ich gut, dass es so zwischendurch Sauerstoffstationen gibt, die halt einfach so kostenlos sind, kann man ja sagen. So, da ist unsere Raumstation. Ob wir da hinkommen? Ich glaube nicht. Also zumindest noch nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht wegen der Strahlung. Jetzt fliegen wir einfach mal hier durch. Weil wir es können. Hui. So. Okay. Waren wir hier schon? Hallo? Speakers of the Pleasure Shuttle, ripped out and connected with the help of a cheap extension cord. Looks like he was trying to attract attention by playing loudly on his guitar, his acoustic guitar, and using a speaker, in space. Okay, können wir scannen? Ja, ich nehme die Kerzen mit. Ja, dann, okay, gut. Wir haben keine... Oh geil, hier ist ein Automat. Lol. Tränk nehme ich mit. Untersuchen, ja. Okay, komm. Weiter. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich schätze mal so diese ganzen... wie Gitarre oder so... oder die Handelbank, die wir gefunden haben. Das sind eher so dekorative Sachen fürs Wohnung bauen, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Also jetzt nichts so... was jetzt von Nutzen wäre jetzt zum Spielfortschritt. Behaupte ich jetzt einfach mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Also müssen wir da mal gucken, dass wir da das vielleicht später machen. Läuft ja nicht weg, ne? Dann lass hier nochmal ein bisschen Sauerstoff auftanken, weil ich glaube, das schaffen wir nicht. Dieses Swarmarama haben wir immer noch nicht gefunden, zweites Mal, ne? Es ist zum Mäusemelken mit dem. Ne, das ist mir zu weit weg. 500 Meter noch. Da tanke ich lieber nochmal ein bisschen Sauerstoff. Und dann können wir auch nochmal unseren... können wir nochmal unser Gefährt voll tanken. Kann man ein bisschen Treibstoff herstellen. Das dürfte reichen eigentlich. Um dahin zu kommen. Also ich möchte nicht sagen, dass Sauerstoff so eine Nebensache geworden ist, aber es ist nicht mehr so präsent wie am Anfang. Was ja auch gut ist, weil am Anfang war es schon echt sehr anstrengend. Ne, man konnte nur begrenzt irgendwo hin. Aber jetzt ist man natürlich ein bisschen bewegungsfreier unterwegs. Und hat halt nicht mehr so die Not, was den Sauerstoff angeht. So, dann lass mal gucken. Also geparkt haben wir. Ich würde jetzt erstmal... Ich würde tatsächlich jetzt erstmal Sauerstoff... Sauerstoff herstellen. Ja, guten Morgen. Oh, ein Beschleuniger. Wenn modifiziert, können veralte Motoren selbst bei kleinen Mengen an unterschiedlichen Kraftstoff, die du selbst herstellen kannst, sehr effektiv arbeiten. Induktor und Titan.
ein Induktor. Wo kriegen wir denn nochmal den Induktor her? Wie sieht denn nochmal der Induktor aus? Ein Induktor. Warte mal, den haben wir doch schon irgendwo gehabt, ne? Oder? Hier. Metall, Plastik und zweimal Kabel. Metall, Plastik und zweimal Kabel. Plastik haben wir, Metall und zweimal Kabel. Zweimal Kabel haben wir. Titan haben wir auch. Brauchen wir, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt wollen wir noch Metall. Warte, komm, wir gehen mal eben Metall holen. Das würde ich gerne einmal fertig machen. Titan können wir auch nochmal eben holen. Ich glaube, brauchen wir auch. Ist das Titan? Nehme ich mit. Ah, Mist, wir brauchen Metall. Unser... Obwohl, wir haben uns noch ein Dings gecraftet, ne? Ein Schaber, einen handlichen. Er ist zwar kaputt gegangen, aber ich meine, wir hätten noch einen im... Ah, guck mal, zwei Stück sogar. So, dann will ich nochmal Metall eben schnell holen. Da ist noch eine große Metallkugel. Zwei Stück sehe ich sogar. So. Okay. Mein Titan brauchen wir nämlich, glaube ich, auch für Treibstoff, oder? Oder war das... Nee, Harz. Harz, aber herzlich. So. Düsen wir mal zurück. Und dann schauen wir mal. So. Oh mein Gott, dramatische Musik. Induktor, können wir herstellen. Let's go. So, können wir herstellen. Guck mal, Beschleuniger. Ja, nice. Zack, damit haben wir einen Beschleuniger. Können wir den jetzt irgendwie hier... Ach, krass. Der ist ja sogar noch besser. Dann brauchen wir den Schwarmarama ja gar nicht, weil wir wollten ja eigentlich... Warte mal. Moment, jetzt muss ich mal was gucken. 50 hat der nur. Und den wir jetzt haben, hat 75. Ja, warum nicht? Dann nehmen wir doch direkt den hier. Der ist ja noch besser. Dann können wir den hier ablegen eigentlich. Können wir den irgendwo hier einlagern? Ich meine, wir brauchen eigentlich, im Prinzip brauchen wir den nicht mehr. Wir sind auch schon wieder beide Inventare voll, ne? Weißt du was? Komm. Egal. Essen und Trinken würde ich mal ablegen. So. Haben wir noch Platz für Metall und so ein Kram? Ein bisschen Titan. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Ah, wir müssen noch ein Dings bauen, ne? Scanner. Seht ihr, da war doch was. Werkzeuge, Scanner. Batterie, Plastik, Glühbirne. Oh Gott, Glühbirne. Oh, oh. Glühbirne haben wir, glaube ich, gar nicht. Und Treibstoff wollten wir herstellen. Guck mal eben das Harz. Treibstoff. Nee, war bei Ausrüstung, Gegenstände. Jo. Zweimal Metall, zweimal Harz. Du, 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 du. Ja, zweimal Metall. Moment, haben wir. Will ich noch einmal Treibstoff herstellen. Du, 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 du. So. Sehr schön. Dann können wir das Titan auch da reinpacken. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. So. Dann füllen wir mal eben unsere Düseneinheit hier ein. So. Oder voll machen. Füllen. Ja, 99. Komm mal. So. Und ich bin auf das Düsen gespannt, ob das jetzt noch schneller ist. Aber muss ja eigentlich. Oder die hält halt einfach nur länger. Ich bin mir nicht sicher. Was wollte ich denn geguckt haben? EMP-Granate. Scanner, genau. Metall, Batterie,
Plastikglühbirne. Metall, Plastik. Plastik, Metall, Batterie. Metall, Metall, Metall. Haben wir hier nicht drin, ne? Metall, Glühbirne. Ja, Glühbirne. Mhm. Schön. Ja, Glühbirne ist so ein Ding, ne? Wo kriegen wir denn Glühbirne her? Ist das da Glühbirne? Lampen, Leuchten, okay. Kleine Leuchten, Lampen. Ja, da müssen wir mal gucken. Ja. Wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir nicht mehr jetzt. Jetzt übernachten wir erstmal hier in unserer kleinen und beschaulichen Hütte. Ich würde gerne den... Haben wir denn noch einen... Hier zum Särge öffnen. Obwohl, warte mal, komm, machen wir den mal auf für 2. Den Bohrer können wir eigentlich mal auf für 3 legen. Obwohl wir ja noch einen Scanner brauchen. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Brief Edge. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt, ja, verloren im All. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.